Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zum Baltaro. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Die 100 sind zum Greifen nah. Rein in die Olga. Ich habe das, glaube ich, falsch gespielt. Letzte Runde. Weil die 10 Dollar bedeutet ja Zinsen. Das heißt, ich sollte so ein Blind nicht überspringen. Ja, Full House, ne? Ohne nachzudenken. No Brainer. Auch wenn hier ein Flush ist. Flush ist wie viel? Weniger, okay. Zack, fast erreicht. Und wir haben trotzdem unseren Flush. So. Das Gute ist halt, wir bekommen jetzt von Anfang an Zinsen. Das heißt, das sollten wir auch ausnutzen. Wir sollten jetzt straight Flush. Ich glaube, ich gehe auf Flush in diesem Run und sage nächste Runde. Wir überspringen nicht. Wir wollen die zwei Zinsen mitnehmen. Das ist 2, 3, 4. Ne, wir gehen auf Flush. Wir sortieren aus Farbe. Und gehe auf Herz. Ja, ich gehe auf Herz. Zack, Flush. Dann wird hier mal 2 multipliziert. Sehr gut. Mega viele Hände, das ist wichtig für Geld. Zinsen, zack, 9 Dollar. Plus 4 Mult. Die nehme ich auch mit. Nächste Runde. Peak, wir wollen Peak Flush. Zack, 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 abwerfen. Und nochmal abwerfen. Und haben unseren Flush. Und das sollte doch direkt schon wieder reichen. Easy. So, was wir allerdings auch machen könnten. Plus 15 und 0 Abwürfe verbleiben. Peak. Das wollen wir. Und den nehme ich auch mit. Dann nehmen wir noch ein Standard-Pack mit und holen uns Peak. Weil Peak it is. Peak. Und next round. Wir gehen rein. Wir wollen die Zinsen. Ich verwandle die 3 in Peak. Spiel den. Aber Moment. Wenn 0 Abwürfe verbleiben. Gut, aber wir haben es gerade noch, haben es nicht nötig. Es gibt genug Mult hier. Das hier ist ein Late Game dann ganz gut. Dann schade, Standard Pack haben wir nicht. Herz wollen wir nicht. 30 Chips. Wir haben gelernt, das ist keine Bildkarte. Das heißt, es sind eigentlich nur 4 Bildkarten. Es sind 120, wenn es perfekt läuft. Nein, wir nehmen die Zinsen mit. Jetzt sind wir am Peak der Zinsen. Danach können wir einfach Kohle ausgeben, wie wir wollen. Jungs, Mädels. Nope. Da ist wieder Peak. Und ja, es ist relativ stumpf, jetzt nur auf Flush zu gehen, aber wenn uns das carried? Let's go. So, was bist du? Ohne verwendete Bildkarte. Gespielte Karo-Karte. Ein Slot Faustgegenstände und Celestial Pack. Wir nehmen uns Planete mit und Flush ist zum 2 Power Straight Flush. Ja, gut. Wird zwar nicht passieren, aber nehmen wir einfach mit. Geisterkarten für 6 ist mir zu viel. Wir könnten noch den hier spielen. Aber ohne Bildkarte ist schon heftig, ne? Das Problem ist, das ist echt heftig hier. Weil wir im Prinzip hier auf Peak gehen. Jetzt könnten wir von unseren Abwürfen profitieren. Wenn noch, aber na, das ist schlecht. Ich helfe hier auch nochmal ab. Einfach nur um den hier zu triggern. Ne, den hier. Ne, den hier. Das ist so viel Mult. Aber den hier müssen wir langfristig müssen wir den spielen.
Planetenkarten. Flash, Flash, Flash. Paar, Heika, Trilling. Nehmen wir das Paar mit. Verstärkt einer, das in Stahlkarte verwandelt. Wow. 3 in Peak. Let's go. Können nächste Runde gehen. Auswählen. So, und wir wollen niedrigen Karten als Peak haben. Ja. Niedrige Karte als Peak, damit der hier getriggert wird. Warum gab das jetzt so wenig Punkte? Achso, wegen den Abwürfen. Okay, 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 SI. Ach komm, wir kaufen uns den einfach mal. Wir haben gerade genug Geld. Jede gespielte 10 oder 4 bringt 10 Chips und mal 4 Mult. Mal 4! Straight spielen wir nicht. Standard Pack. Leider kein Peak. Ja, das kann man mitnehmen. 3 Dollar. Wir nehmen die 3 Dollar mit. Also wir wollen. Wir wollen Peak. Wir wollen Abwürfe und wir wollen Flush. Das bringt 3 Gold, ne? Ja. Wir werfen die ab. Wir werfen die ab. Haben unseren Peak. Wir könnten. Das hier spielen. Die Frage ist, reicht das? Gerade so. Aber der hier hat nicht gedrückt. Den finde ich so gut. Ich finde den immer noch sowas von GG. Das heißt, Packs kaufen, Packs wegwerfen, Packs kaufen, Packs wegwerfen. Den hier würde ich tatsächlich noch ersetzen wollen. Durch, wenn ihr es dann noch. Trillinger, jetzt hier nochmal neu. Ach, der ist gut. Das heißt, wir verkaufen den. Nehmen die Randomkeit mit. Und gehen rein. Also, wir brauchen Peak. Und keine Bildkarte. So, das sollte eigentlich doch schon wieder reichen. 21 Mult, 3 Mult, 6 Mult. Easy. Und jetzt müssen wir den hier feeden. Wir müssen den hier feeden. Öffnen. Ja, aber ein Flash würde ich mitnehmen. Ist keins dabei. Zack, weg damit. Wir sind zu 3 Dorf her. 8 Karten, ja, ne. Dauer kaufen, ja, ne. Mal 1,5 Mult. Boah. Wir haben hier standardmäßig 20 plus 23 plus 12 sind genug. Und ein Flash bringt immer 35. Oh, Polychrom Joker, der uns Chips bringt. Nein, wir wollen Gold. Das war eine harte Entscheidung, gebe ich zu. So, wir haben unseren Flush hier. Weil wir müssen die jetzt gerade nicht zerstören und riskieren. Wieso zurücksetzen? Da war ein Bild dabei. I am stupid. Mist. Ich überspringe den. Den hier muss ich noch loswerden. Das wird mir nämlich sonst noch öfter passieren. Oh, Volljoker, den muss ich mitnehmen. Volljoker. Und dann können wir den vielleicht ersetzen hier. Wir haben keinen Abwurf. Dann spiele ich diese Hand.
immer so gut wie nichts bringt. Aber jetzt der Flash haut halt wieder rein. Okay, und jetzt kriegen wir keinen Flash mehr hin, ne? Doch wir hätten noch genug Peak da. Wir hätten noch genug Peak da. Das bringt jetzt plus 1. Okay. Ein paar. Boah. War es nicht wert. Es war es nicht wert zu überspringen. High Card bringt uns nichts. Nee, gehen nichts ohne. Und haben direkt unseren Flash und boosten ihn hier. Selbst das reicht nicht mehr für einen One-Shot. Er ist krass. Der hier wird jetzt wieder resettet. Das ist schlecht. Wir brauchen hier noch ein irgendwas Standard-Mult. Oder statt Mult. Ja, komm. Hatte den zwar verkauft, aber der ist dann doch besser. Straight. Mal gucken, was bist du hier? Ah, gar nichts. Dafür hier plus 3, ne? Ja. Brauchen halt noch einen Joker, der noch Coins bringt. Also hier vorne das. Um das zu maximieren. Weg damit. Der ist sowieso resettet. Also den haben wir eh nicht mehr. Ah, Abwürfe. Wir hätten noch 2 Abwürfe. Weg damit. Wir haben jetzt schon. Ah, das reicht trotzdem. Also ich hätte jetzt sonst perfekt spielen zu müssen, noch einen Abwurf tätigen müssen. Aber reicht. Aber es reicht noch nicht für den Endboss. Wir müssen noch eine Eskalations-Joker in irgendeiner Form haben. 4 pro Runde, ne. Wir brauchen noch einen Eskalations-Joker. 5 Handgroße, 4 bei Ende der Runde. Und sonst wird das nichts mehr. So einen ersten Flash. Der Multiplier, mal 145 ist krass, aber die 74 hier vorne. Das sind das Problem. Die 44 hier vorne sind das Problem. Und das war lucky. Also wir brauchen einen Joker, der uns Coins bringt. Spielkarten, Spielkarten. Ey, wir haben hier ein krasses Peak. Ja, aber so krass ist das nicht. Sowas hier, ne? Den in Peak. Das wäre es gewesen. Euer Peak erzeugt eine Tarotkarte beim Abwurf. Hm. Ich nehme es trotzdem mit. Himmelspakete enthalten immer. Ja, aber wir haben zu wenig Gold gerade. Wir könnten hier schon scheitern. Let's see. Der erste Flash ist da. Das hier vorne ist zu wenig. Es ist viel zu wenig. Mann, jetzt brauchen wir Luck, dass wir noch einen Peak bekommen. Wir haben kein Glück. Das heißt, wir können hier ein Drilling spielen. Wobei, wie viel Peak haben wir denn noch? Wir haben noch ordentlich Peak. Spielen wir das so.
werfen das hier im Prinzip ab. Oh Gott, und hoffen auf den Peak. Yes, 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 yes. Das war bitter notwendig, aber ich möchte den, ja, ich brauche einen Coin-Joker. Plus 2 Mull für jeden 5 Dollar in deinem Besitz. Das wären 6, 12 Mull, wäre stabiler als das. Aber wir geben ja Geld aus die ganze Zeit. 1,55 auf der Hand befindet. Der hier kann als alles verwendet werden. Nein, dann nehme ich lieber die 3 Mold mit. Und würde sagen, gehen die nächste Runde. Auch wenn das schon mega klapp ist. Wir müssen einfach hoffen und beten. Hoffen und beten. Der Mold ist so krass. Tarotkarte nehme ich mit. Dinge 12 Dollar, ja, danke. Die werfe ich ab und wir hoffen, ja, auf einen Peak Flush. Die Frage ist, reicht das? Nein. Dann spielen wir jetzt ein Drilling. Und zu guter Letzt noch ein Two-Pair. Wir brauchen noch einen Carry Joker. Einer, der uns Coins bringt. Jetzt bringt uns nichts. Die linke wird in die rechte Karte umgewandelt. Das darf ich diesmal nicht verkacken. Verwandelt drei Karten in Peaks. Den muss ich mitnehmen. Mehr Peak. $12, eine Glückskarte, Herz, nope. Der war was? Also nochmal. Wähle zwei Karten. Die linke Karte wird in die rechte verwandelt. Die linke in die rechte. Also, wenn ich das nach Rang sortiere, die linke in die rechte, dann müsste das doch jetzt, ne? Pick Queen und dann ein Joker werden. Ist auch egal. Okay. So, wir haben unseren ersten Flush. Null Mult hat er gebracht diesmal. Gut. Das war $3, wenn er auf der Hand bleibt. Dann können wir hier die 4 abwerfen. Werfen die 3 ab. Und spielen hier den Flush. Oh, das reicht nicht. Wir haben noch 15 mal Peak. Ich nehme an, das hier ist Peak. Das ist kein Peak. Das ist jetzt schlecht. Wir spielen die Karte einfach mal. Das ist ein Flush. Sehr gut. Und ihr habt gesehen, diese Chips, wie viel Wert diese Chips haben. Hätte man mal probiert, wieder verstärkte Karte. Wir brauchen einfach noch einen Joker, der uns Training 2 Paar Full House. Der uns mehr Chips bringt. Doppeltes Geld, ja. Ja. Noch mehr Peak. Noch mehr Peak it is. Wir haben mittlerweile ja, fast komplett Herz ausgelöscht. Krass, 28 Peak. Erhöht das Limit an verdienten Zinsen pro Runde auf 10. Let's go. Wow, die Frage ist, packen wir den?
Ja, eigentlich. Ja, 3 Dollar kommen. Was sind denn schon 3 Dollar? Zu wenig Pik. Viel zu wenig Pik. Immer noch zu wenig Pik. Genug Pik. Aber der Wurf. Ah, stimmt. Beim Abwurf Tarot. Das Problem ist, wir werfen den nicht ab. Wir spielen den. Joker freigeschaltet. Okay. Es reicht nicht. Ernsthaft. Also wir sind bald RIP, wenn wir es nicht hinkriegen, unsere Base Chips zu erhöhen. Tarotkarten. Peak ist plus 50 Chips. Die muss ich mitnehmen, weil unser Problem sind echt die Chips gerade. Zwei Karten zerstören. Oh Gott. Das kann gut werden. Gold, Mold. Wir können die hier krass machen. Hä? Habe ich sie jetzt weggeworfen? Ach, ich Troll. Ich ziehe tatsächlich noch. Ich brauche einen. Oh Gott. Einen Joker, der uns Dings bringt. Die muss ich spielen, weil die Chips bringt. Plus 50. Guck mal, wie wichtig das hier ist. Diese Billo-Karte hat uns so viel Geld eingebracht. Wir haben eigentlich noch genug Peak, ne? So, wenn ich drüber hafere, sehe ich auch, wir haben noch 20 mal Peak. Scheiß, den können wir mit abwerfen. Verstärkt eine Karte, ein Wildcard. Was heißt das? Ach, kann als jede Farbe benutzt werden. Dann machen wir die 4 von mir aus als Wildcard. Spielen den nächsten. Flush. Und brauchen dringend. Achso, wir können ja doch den hier wieder als Peak benutzen. Brauchen wir nicht. Wir spielen die Hand. Das hier, die 15 Multivan-Abwürfe, würde ich so gerne ersetzen durch Coins. Dieser eine Bär, den ich keiner hatte. Hier, Karten mit ungeradem Rang geben 30 Chips. Den hin und den kaufen. Der könnte uns carryen. Dann öffnen wir noch ein Pack. Wildcard. Le? Lässt zufällige 2. Das Problem ist, nehme ich den Multiplier mit. Nein, ich verwende den. Steinkarte und wir gehen in die nächste Runde. Nicht dein Ernst. Alle Pik-Karten werden geschwächt. Die geben gar keine. Oh ja, jetzt sind wir RIP. Wir sind RIP, oder? Okay, dann müssen wir einen anderen Flush spielen. Das Problem ist, wir haben ja. Käme nur noch Karo in Frage. Nochmal Karo, nochmal Kreuz. Wir gehen auf Kreuz. Und das kann auch als Kreuz benutzt werden. Fuck, wir sind, glaube ich, RIP. Wow, das ist risky. Ich hoffe, das reicht. Es gibt ordentlich Chips, aber der Multiplier ist nicht so hoch. Trotzdem. Wir haben gelost. Hier aus mache ich die besser. Zwei Paare. Hm.
Wir haben gelost. Schade. Schade, der Run war so gut. Aber das fällt mir immer wieder auf. Ich muss bei den Bossen, bei den Antes, die negativen Sachen beachten. Ansonsten passiert sowas wie hier. Aber im nächsten Run gelingt es bestimmt.